Das ist Martin Sixsmith. Er war früher der BBC-Mann in Moskau. Sie sind depressiv. Ich wurde gefeuert. Ich bin arbeitslos. Aber dafür konnten Sie doch nichts, oder? Deswegen bin ich ja depressiv. Woran arbeiten Sie im Moment? Ich kenne da eine Frau. Sie bekam ganz jung ein Baby und hat es 50 Jahre lang geheim gehalten. Das wäre eine sogenannte Human Interest Story. Und sowas mache ich nicht. Soll ich eine Human Interest Story schreiben? Was meinst du? Philomena, wie geht es Ihnen? Letztes Jahr habe ich eine neue Hüfte bekommen, Martin. Aus Titan, rostet also nicht. Sonst müsste man sie auch ölen, wie den Blechmann. Ach ja, wirklich? Oh nein. Das war nur ein Witz, Mom. Ah. Wäre es vielleicht möglich, dass in der Geschichte nicht mein richtiger Name auftaucht? Wie wäre es mit Anne Boleyn? Aber ist ein schöner, naja, obwohl für die... Wir müssen ihren richtigen Namen nehmen, Philomena. Ich will nur wissen, ob es ihm gut geht. Vielleicht könnten uns die älteren Nonnen mit ein paar Einzelheiten behilflich sein. Ich denke, das wird nicht möglich sein. Wieso nicht? Sie sind Journalist. Das war ich mal. Martin ist katholisch. Naja, nein, das war ich mal. Vermutlich wurde Anthony adoptiert und nach Amerika geschickt. Dann fliegen wir dahin. Ich fühle mich wie der Papst. Champagner oder Bugs Fizz? Oh nein, danke. Ist umsonst. Oh, ich hätte doch gern einen. Bei Ryanair muss man für alles zahlen. Ich möchte wissen, ob Anthony je an mich gedacht hat. Denn ich habe jeden Tag an ihn gedacht. Was, wenn er in Vietnam gestorben ist oder auf der Straße lebt oder fettleibig ist? Warum sollte er denn fettleibig sein? Na, wegen dieser riesigen Portionen. Das ist mein Anthony. Ich habe ihn getroffen. Wo? Im Weißen Haus. Und wissen Sie noch, was er gesagt hat? Hallo. 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 Vielleicht war es auch Hallo. Oh, Martin. Ich habe meinen Sohn nicht weggegeben. Er wurde mir weggenommen. Sie hat ihn gesucht. Ihr ganzes Leben lang hat sie versucht, ihn zu finden. Warum sollte uns Gott sexuelle Lust schenken, wenn wir ihr dann widerstehen müssen? Wissen Sie, ich wusste nicht mal, dass ich eine Klitoris habe, Martin. Verstehe.